Hi, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Brutal Legend. Wir befinden uns hier in einem echt harten Kampf gegen die ganzen bösen Bubis. Und ich bin nicht so super zuversichtlich, das hier alles zu schaffen, um ganz ehrlich zu sein. Denn noch ist es leicht, wenn wir hier einen Seitenturm besiegt haben, dann geht's hier rund. Dann packen die aber richtig die harten Burschen aus. Wer bist du denn da? Nee, guck mal, ich habe einen Arm abgeschlagen, das ist ja ein Ding. Sehr gut. Hier, das da kaputt machen, los. Sehr gut. Number one. Und dann geht's rund, Freunde. Dann geht's richtig rund. Was soll das? Hoch mit dir! Wir haben einen! Eddie, einer der Köpfe ist tot! Da bin ich mir nicht so sicher! Was heißt denn Truppen sammeln? Wie schön! Mal den Teufel raus. Und jetzt wird's hart, Freunde. Jetzt wird's richtig hart danach. Ich denke, da müssen wir erstmal diesen riesigen Ansturm bewältigen, der da auf uns zukommt. Bevor ich da noch irgendetwas machen kann. Vielleicht hätte ich auch einfach diesen Mega-Kram da. Diesen fetten Wagen, wisst ihr? Den vorher entwickeln müssen. Also wenn ich es jetzt nicht schaffe, dann werde ich das als nächstes probieren. So, und jetzt geht's nämlich richtig rund hier. Guck mal, das ist ein Schwert. Guck mal, ich bin schon kaputt. Die machen mich ruckzuck nieder, ne? Das ist wirklich der Hammer. Guck mal, wie die hier alle seelenruhig rumstehen, ne? Auch nicht schlecht. Ja, komm schon, Freundchen. Hab mit dem Monster deinen Teufel ins Auge. Das habe ich doch schon lange gemacht. Wie, hallo, hallo. Sehr gut gemacht, Freunde, sehr gut. Und weiter, weiter, weiter. Perfekt, Freunde, perfekt. Oh nein, bitte nicht. Wer war das? Perfekt. Ah, fuck, guck mal, da ist ein Teil weg. Hochkonzentriert ist der Kanus hier jetzt im Moment. Ja komm, sag mal, schieß doch mal, Junge.
Mist! Fuckity fuck! Ich glaube, die haben jetzt alle kaputt gemacht von mir, kann das sein? Ach, und da stehen sie schon wieder, headbangerweise. Die Volltrottel. Komm, da vorne spielt die Musik. Da kommt's mir egal hier, wenn ich kaputt gehe. Das ist mir völlig wurscht. Perfekt. Wieder einen kaputt gekriegt. Sehr gut. Huh. Ah, guck mal, da kommt der. Wie heißt er nochmal? Ah, guck mal, da vorne. Was können wir hier noch machen? Ich mache dich völlig kalt, du Arsch. Perfekt. Weiter geht's. Yes, 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 Baby. Okay, er ist wieder unten. Nein, nicht. Ich dachte, du bist das Klügste von euch. Extrem effektiv. Extrem effektiv. Diese Viecher sind mich auch mehr als hartnäckig. Komm, ein bisschen schneller, Eddie. Ich kann das inzwischen. Und Gas geben. Und jetzt, danach geht's richtig rund, glaube ich. Dann wird's richtig hart. Mann, oh Mann, oh Mann. Es wäre nur schön, wenn man kaputt geht, dass man dann ab da weitermachen könnte, was man bisher schon geschafft hat. Das finde ich nämlich so ein bisschen ätzend bei der ganzen Sache. Palauz. Der zweite Turm ist kaputt. So, und ich wette, da vorne muss ich jetzt diesen Megabrecher benutzen. Immer für Lars! Gib einfach auf. Selbst wenn dein Dämonenblut dir einen Sieg schenkt. Ich gebe nicht auf. Menschliche Schwäche ihn zunichte macht. Komm wieder, wenn dir ein Paar wie das deiner Mutter gewachsen ist. Haut er jetzt ab? Ich dachte, das wäre das Ende. Ich hoffe, er redet von Hörnern. Was ist das denn? Achso. Super, Zwischensequenz. Das heißt, danach geht's bestimmt weiter. Der steht voll auf Fetisch, ne? Gestillt an den trockenen Zitzen der Menschen. Du bist in allem nur halb. Nichts an dir ist vollständig. Gibt es überhaupt ein Wort für eine Kreatur wie dich? Ich bin Rhodey. Ich schaffe den Müll von der Bühne. Hat das ein Gesicht? Als Netze tragen soll dein Gesicht eine ganze Schatz auf. Ja, ja, ja. Wie irre. Na, guck mal, ich habe den mit der Gesichtsschmelze, glaube ich, ganz schön platt gemacht. Kann das sein? Das heißt, die Gesichtsschmelze kann sich jetzt schön aufladen. Sie ist zu heiß. Ich muss ihr Zeit geben, sich abzukühlen. Ah, guck mal, ich muss die Ketten sprengen damit. Und wieder hinüber.
du Scheiße. Kacke, 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 kacke. Kacke, kacke. Komm, ey, die hau ab, Mann. Jetzt muss ich erstmal hier gerade eine Runde drehen. Scheiße, scheiße, scheiße. Das ist auf jeden Fall mal der Endkampf, du. Immer schön umherlaufen. Nein! Oh, scheiße, scheiße, scheiße! Oh, fucky die fuck! Wow, das ist dieses komische Riesenvieh. Oh Mist, die Gesichtsschmelze ist noch nicht abgedampft. Oh, ich hab's geschafft! Die Gesichtsschmelze ist der Hammer gewesen. So macht man das, ey. Zack, ab in den Müll damit. Ach, das war das Herz von der Ophelia. Kann das sein? Müssen wir nicht noch dagegen kämpfen, aber ich dachte schon. Ich wusste, dass du das nicht warst. Ah, die Heavy Metal Love Story. Ach, da wird mir ganz warm ums Herz. Heute Nacht sind wir hier, um einen großen Mann zu ehren. Einen wahren Helden, der für uns gekämpft und uns die Freiheit gebracht hat. Der an uns glaubte, als niemand sonst es tat. Diesen Mann werden wir niemals, niemals vergessen. Was? Als Lars Helford fiel, schien alles verloren. Doch das war es nicht. Denn in unserer Mitte gab es eine weitere große Kriegerin. Lasst uns ihre Opfer und ihre Tapferkeit niemals vergessen. Lita Helford, Herrschaften. Mein Bruder hat in allen das Gute gesehen. Auch in denen, für die...
ich nur Argwohn übrig hatte. Ich hoffe, wir halten nun alle zusammen. Ich hoffe, wir alle halten zusammen. Für die Ehre von Bladehenge, die Freiheit seiner Bewohner und für die Herrlichkeit des Metal! Hey, Mann, du verpasst die Party. Gut zu wissen. Ja. Weißt du, ich fühle mich hier hinten wohler. Ja. Ach, übrigens. Ja, ja. Ich habe hier was für dich. Oh, Mangus, du musst mir doch nichts. Moment mal, das ist mein Tourbuch. Ja, ich hab's geklaut. Und du hast was draufgeschrieben. Naja, ich wollte dir eine kleine Nachricht hinterlassen. Und dann wollten auch noch ein paar Leute unbedingt unterschreiben. Vergiss uns nicht, Mann! Ich frag mich, wie der mit den großen Händen geschrieben hat. Ich geh doch nicht weg. Mit so einem Baumstamm. Ich hab nur noch was zu erledigen. Ich bin gleich zurück. Wehe nicht, ich packe hier bestimmt nicht allein zusammen. Du musst überhaupt nicht packen. Wir bleiben für immer hier. Die Tour ist vorbei? Ja, Mann. Die Tour ist vorbei. Wir sind zu Hause. Der Job eines guten Roadies ist, andere gut aussehen zu lassen. Andere zu beschützen. Anderen zu helfen, das zu tun, wofür sie bestimmt sind. Ein guter Roadie steht nie im Rampenlicht. Wenn er seinen Job gut macht, merkt niemand, dass es ihn gibt. Hier und da betritt er vielleicht die Bühne, um ein Problem zu lösen, Dinge zu klären. Aber bevor jemand merkt, dass er da war und was er getan hat, ist er wieder weg. Das war Brutal Legend mit Jack Black in der Hauptrolle. Ja, das war dann relativ kurz. Ich habe nicht alle Missionen gemacht, wie ihr gesehen habt. Beziehungsweise diese Nebenmissionen wiederholten sich ja alle, ne? Deswegen habe ich die... Guck, da ist der echte. Ach, guck mal, da sind sie alle. Die haben ihre Leute in echt gesprochen. Cool. Ach, er auch. Interessant. Ja, auf jeden Fall cooles Spiel, muss ich schon sagen. Würde ich gerne nochmal als Neuauflage haben. Hier jetzt 2014, 2015. Auch ein bisschen umfangreicher natürlich. Und noch mehr an der Grafik poliert. Ich glaube, das wäre nochmal doppelt so geil. Einen dritten, zweiten Teil davon könnte man natürlich auch veröffentlichen. Aber man kann Spiele auch einfach mal so für sich stehen lassen. Man muss auch nicht immer eine Fortsetzung machen. Es war schon auf jeden Fall cool. Schade, dass es sich nicht so viele angeguckt haben auf meinem Kanal. Aber nun ja, es ist auch ab 18 und ein bisschen brutal. Ne, darüber kann man sich streiten, wie brutal man es denn nun findet. Die Jüngeren unter euch wären wahrscheinlich geschockt. Ich, der ich schon vieles gesehen habe und auf naja, bestimmte Filmsorten steht, der denkt sich, ja, war ganz nett, ne, aber jetzt nicht unbedingt FSK, USK 18 würdig. Nun ja, wie dem auch sei. Trotzdem hat es mir Spaß gemacht. Und demnächst kommt natürlich nochmal irgendein Spiel. Hiernach sollte eigentlich jetzt ein zweites, wieder ein neues Let's Play kommen. Ich bin mir aber noch nicht ganz sicher, was das sein wird. Es kann gut sein, dass hiernach erstmal nichts mehr kommt, außer Wizard 101 natürlich, das kennt ihr ja. Und dann kommt in nächster Zeit irgendwann ein neues, zweites Let's Play, das dann alle zwei Tage kommt. Und Wizard 101 läuft wieder jeden Tag. Aber wie gesagt, da es hier eh nicht so viele sich angucken, dieses Video, ist es auch okay, wenn es einfach so ist. Wir gucken uns noch den Abspann ein bisschen an. Und hier rechts Bilder von dem Studio von Double Fine, die das Spiel mit Electronic Arts zusammen, entwickelt haben. Double Fine hat es entwickelt, Electronic Arts hat es veröffentlicht, der Publisher. Lassen wir das noch ein bisschen auf uns wirken.
Ja, wie fand ich das Spiel? Ich fand das Spiel cool. Besonders schwer. Es hatte schon ein paar schwierige Passagen. Vor allem natürlich immer dann, wenn es darum ging, mit der ganzen Truppe so einen Bühnenangriff zu starten. Das hat jetzt zuletzt sehr gut funktioniert beim Endgegner. Also wirklich sehr viel besser, als ich gedacht habe. Ich bin nur einmal kaputt gegangen und dann hat es direkt funktioniert, obwohl ich etliche Sachen auch nicht freigeschaltet hatte. Ja, ansonsten war es eigentlich relativ leicht, ne? Es gab leider nicht so viel Gründe, hier die restlichen Sachen alle in der Welt zu machen, die Missionen und freizuschalten und so. Man hätte da noch mehr einen Anreiz geben müssen. Ich bin immer noch erkältet und naja. Brutal Legend Uses. Aha, da kommen wir schon ans Ende. Und ich denke, damit ist dann das Spiel auch wirklich jetzt komplett zu Ende. Ah, wen sehen wir da noch? Double Five. Thanks for playing. Ist denn der Jack Black auch mit da drauf? 2013 Double Fine Productions C. Wieso das denn? Das ist von 2009. Keine Ahnung. Das war's. Oben links wird gespeichert. Gut, die Sache wäre also geregelt. Aber es gibt Joe Vickers wurde besiegt, diese Brücke. Oh no, wo sind wir denn hier? Achso, jetzt kann ich noch die Nebenmission machen, ne? Wenn ich Bock hab. Aber das machen wir nicht, ne? Das ist ja... Wehre die angreifenden Horden ab. Ironhead Schleichangriff. Bring den flammenden Tod. Das sind immer dieselben Sachen, ne? Die könnte ich jetzt alle noch machen, aber da habe ich keine Lust zu, weil es bringt nicht wirklich was, ne? Deswegen machen wir jetzt mal endlich Ende hier mit dem Spiel. Schmerzbefreier. Ja. So. Speichern und beenden. Ja, vielen Dank fürs Zusehen, liebe Leute. Das war Brutal Legend. Ich wünsche euch viel Spaß bei allem, was hier noch kommt auf diesem Kanal. Und tschüss.